Hallo Leute, ich will euch heute zeigen, dass ich die Lovelybox gewonnen habe. Ich habe sie noch nicht ausgepackt, weil ja, ich mich einfach überraschen lassen wollte vor der Kamera und ich bin sehr gespannt. Ich habe schon mehrmals mitgemacht und nie gewonnen. Also ich glaube, ich habe mich auch erst so dreimal oder so mitgemacht. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich diesmal gewonnen. Ich bin mega happy. Ich glaube, das Motto war irgendwie Schlemmen oder so. Also vermute ich, dass hier Kochbücher drin sind. Aber ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich habe mein Zimmer aufgeräumt, weil mit dieser Kamera kann man ja irgendwie mein ganzes Zimmer im Hintergrund sehen. Und ich hoffe, meine Brille spiegelt nicht zu krass, weil ich habe mich einfach direkt vors Fenster gesetzt, weil es, glaube ich, sonst einfach nicht mehr hell genug ist und ich keine Softboxen habe und das immer übel scheiße finde, wenn die Videos so dunkel sind. Aber ja, das kennt ihr bestimmt, wenn ihr auch mal irgendwie Anfänger auf YouTube wart, dann kennt ihr diese Probleme. Und ja, packe ich das einfach mal aus hier. Ich bin immer ein bisschen zu blöd für sowas, ne? Also auspacken ist nicht so meine Stärke. Einpacken auch nicht. Wenn das hier zu lange dauert, dann schneide ich das einfach raus oder so. Oder ich lasse mein Gelaber einfach drin, wer weiß. Ah, da steht schon lovelybooks.de. Wenn ich das jetzt durchschneide, dann müsste ich es aufbekommen. Ja, perfekt. So, was ist denn hier Schönes drin? Also hier steht erstmal so lovelybooks.de. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Mal schauen. Ach, das ist sozusagen das eigentliche Paket. Ah, das muss man einfach so aufmachen. Auch gut. Oh, ist das süß. Oh Gott, das ist richtig liebevoll verpackt. Ich stehe mal auf. So, das ist ja cool. Also, das ist jetzt so. Dann steht da, da ist so eine Eule drin und dann steht da so ein Zettel mit für dich. Also habe ich einen Brief bekommen. Voll schön, den werde ich später lesen. Dann Lesezeichen. Oder die sind auch voll schön. Ich lese, also bin ich. Ja, mit so einer Eule. Ich bin gerade voll begeistert, weil die sich damit wohl so Mühe geben irgendwie. Das ist richtig liebevoll aufgemacht. Auch mit diesem Kram hier und so. Und hinten steht dann drauf, Punkt, 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 gelesen, Titel, Autor, mein Lieblingszitat, meine Meinung. Dann die Sternebewertung und dann wird man nochmal daran erinnert, ob man die Rezension schon auf Lovely Books veröffentlicht hat. Ich weiß nicht, ob man das hier so sieht. Ich lasse es mal einfach einmal so hochgehen vor der Kamera. Auf jeden Fall total süß, ey. Voll süß. Und ich glaube, die anderen Lesezeichen sind halt auch so. Haben wir nochmal so einen Fuchs. Und ein Esel mit Brille. Er hat so eine Brille wie ich. Ich fühle mich sehr verstanden von dem Esel. Jedem Buch sein Eselohr. Sein Eselsohr. Ja. Also keine Eselohren in die Seiten machen, ne? Lieber hier so ein Lesezeichen nehmen. Okay, dann unter dem ganzen Kram sind dann auch mal die Bücher. Ah ja, die sind da unten drin. Ich mache das mal so. So, damit ich da dran komme. Oh ja, Kochbuch. So. Sorry. Kochbuch vegetarisch, vegan, saisonal. Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Bio-lieben. Nee, Bio-leben, Bio-lieben. Sowas habe ich wirklich erwartet, dass hier auch vegetarische und vegane Rezepte sind, weil ich mich ja auch wegen eigentlich vegetarisch-vegan ernähre. Also ich esse schon Fleisch, aber ich bewege mich schon eher in diese Richtung. Und ich habe schon gehofft, dass irgendwie sowas dabei ist mit solchen Rezepten, damit ich da auch mal ein paar neue Sachen ausprobieren kann. Und ja, ich bin richtig gespannt darauf. Das Buch ist von Ulmer. Das ist der Verlag. Und Schrot und Korn Kochbuch.
saisonaler Genuss, vegetarisch-vegane Vielfalt. Also hier scheinen verschiedene Sachen drin zu sein und ich freue mich schon sehr darauf und ich hoffe, ich kann auch mal das ein oder andere dann auch wirklich ausprobieren. So, was ist noch drin? Dann haben wir noch Vollfett kochen, sündiges Soulfood für alle Lebenslagen. Ja, auch nicht schlecht. Also quasi das Gegenteil von irgendwie gesund. Gesunder Lifestyle, genau dein Ding. Aber was, wenn alles in dir nach Soulfood schreit, nach Sahne, Speck und Schokolade? Da muss es einfach sein. Bla bla bla. Also sozusagen, wenn man mal richtig Bock hat auf irgendwie was Fettiges und eine Kalorienbombe, dann sollte man vielleicht mal hier reinschauen. Bin gespannt, was da so drin ist. Vielleicht auch so irgendwie Nutella-Rezept oder sowas, kann ich mir vorstellen. Ich weiß es natürlich nicht, ne? Ich bin mega gespannt, was hier drin ist. So, jetzt kommen wir zum nächsten. Selbstgemacht, das Buch. Einwecken, backen, einlegen, dörren, einkochen, beizen. Jetzt wird selbst gemacht. Eier. Hier steht irgendwas von Marmelade. Was kann man da noch machen? Müsli. 150 tolle Rezeptideen zum Selbermachen. Von neu entdeckten Einkochklassiker bis zum leckeren Pasta-Experiment. So einfach, so lecker. Früchte und Gemüse einkochen, einlegen, trocknen und vieles mehr. Ja, ich weiß nicht, ob das hier was für mich ist. Ich weiß auch nicht, ob dieses Vollfett was für mich ist. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass so drei verschiedene Bücher drin sind. Und ich glaube, da ist einfach für jeden was dabei. Hier geht es, glaube ich, einfach darum, dass man Sachen auch ganz einfach selbst machen kann, wie Nudeln oder Marmelade und so weiter. Und ja, genau, das ist das. Und das waren, glaube ich, dann auch schon die drei Bücher. So, was habe ich hier noch? Jetzt zwei Ausgaben Emotion kostenlos testen. Aha! Entdecken Sie Emotion, das monatliche Magazin für Frauen, die alles sein können, aber nicht müssen. Emotion inspiriert, unterhält, berührt und stellt ihren persönlichen Weg dabei in den Mittelpunkt. Im privaten wie im beruflichen. Ja, das Magazin kenne ich gar nicht. Das könnte ich ja dann mal testen. Weiß nicht, kennt ihr das? Lest ihr sowas? Dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Und auch, was ihr von den Kochbüchern hält, ob ihr überhaupt selber gerne kocht und wie ihr esst oder so. Das würde mich sehr interessieren. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!